Als voraussichtlich letzte Amtshandlung hier in diesem Stuhl rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, Drucksache 19/6758, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Stadt leerer Ferienflieger braucht Nordhessen schnelles Internet, saubere Energie und guten ÖPNV. Hier hat sich zur Einbringung gemeldet Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wichtige Infrastruktur gehört in die öffentliche Hand. Das möchte ich nach über 10 Jahren im Hessischen Landtag, nach den Erfahrungen aus der Privatisierung von Gefängnis, Krankenhäusern, des Uniklinikum Marburg-Gießen, der Strahlentherapie, überteuerten PPP-Projekten in der öffentlichen Verwaltung und missglückten Privatisierungen von Buslinien und vielen mehr ganz ausdrücklich feststellen. Wichtige Infrastruktur gehört in die öffentliche Hand, weil die Menschen vor Ort, die Gemeinderäte und Parlamente auch darüber mitbestimmen sollen, welche Energie wir produzieren und welche Busse und Bahnen wie oft zu welchen Preisen fahren. Auch die Geschichte des Regionalflughafens Kassel-Calden begleitet mich seit wenigstens 10 Jahren. Trotz der vielen Fehlentscheidungen, Mauscheleien und Skandale, die dieses Projekt begleitet haben, bleibe ich dabei, dass zu der Infrastruktur, die in öffentlicher Hand und damit auch unter öffentliche Kontrolle gehalten werden muss, auch Flughäfen gehören. Das heißt aber nicht, dass bei der Errichtung und dem Betrieb öffentlicher Infrastruktur jegliche raumplanerische und wirtschaftliche Vernunft über Bord geworfen werden darf. 270 Millionen € Baukosten stehen in diesem Sommer durchschnittlich 2 Starts und Landungen pro Tag gegenüber. Damit zählt Kassel-Calden zwar zu den leisesten internationalen Flughäfen weltweit, aber auch ein Defizit von rund 20 Millionen € jährlich. In dieser Größenordnung liegen die Verluste, wenn man nicht die Enttäuschungsabsicht schön gerechnete Bilanz der Gesellschafter zugrunde legt. Die Gesellschafter lassen die Kosten für die sogenannten gemeinschafts- und hoheitlichen Aufgaben wie Feuerwehr, Grenzschutz usw. so sowie die Finanzierungskosten des Flughafens außen vor. Der Flughafen in Paderborn, der ja so oft als Vorbild gilt, hat letztes Jahr 2 Millionen € miese gemacht, und der hat all diese Kosten ordentlich mit eingerechnet. Marc Cézanne, der Geschäftsführer dieses benachbarten Flughafens, sagt, da könnte man auch jedem Passagier 200 € in die Hand drücken, verbunden mit der Bitte, flieg nicht von Calden. Dieser Flughafen, da kann der hessische Wirtschaftsminister noch so viele Gefälligkeitsgutachten von der Flughafenlobbyisten erstellen lassen, ist als internationaler Flughafen nicht wirtschaftlich zu betreiben. Schlicht weil in kurzer Entfernung zu den Flughäfen Paderborn, Hannover, Erfurt und auch Frankfurt das Angebot in Calden überflüssig ist. Und auch als Wirtschaftsförderung dient der Flughafen nicht wirklich. Die dort angesiedelten Unternehmen sind ausnahmslos nicht daran angewiesen, dass der Flughafen seinen Status behält. Alle Flüge könnten auch bei einer Herabstufung des Flughafens zum Verkehrslandeplatz erfolgen, aber preisgünstiger. Ferienfliegerei am Standort ist und bleibt wirtschaftlich ein kleines, aber teures Verlustgeschäft. Und das hat Folgen. Die Gemeinde Calden hat bei einem Volumen des Gesamthaushalts von 15,8 Millionen € Kosten von 1,5 Millionen € allein durch den Flughafen Kassel-Calden. Der Bürgermeister hat bereits im Sommer signalisiert, dass er daran interessiert wäre, dass das Land die Anteile der Gemeinde Calden übernimmt. Das ist keine parteipolitisch motivierte Provokation. Mittlerweile steht die Gemeinde Calden wegen des Pleiteflughafens mit dem Rücken zur Wand. Der Haushalt wurde nicht genehmigt. Der Bürgermeister spricht davon, die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Und das Parlament fordert die Überprüfung einer Zweitwohnungssteuer. Das wird in Calden ein Vermögen einbringen, schätze ich einmal. In der Stadt Kassel wurde mangels Geld die öffentliche Infrastruktur geschliffen. Bibliotheken, Schwimmbäder und zuletzt die Liniennetzreform machen deutlich, wo in öffentliche Infrastruktur investiert werden sollte. Anstelle den ÖPNV auszubauen, wurde bei der Netzreform in Kassel Buslinien ausgedünnt. Das gehört zu den greifbaren Ergebnissen der Strukturförderung durch die Hessische Landesregierung.
Ich finde, wenn die schwarz-grüne Landesregierung der Meinung ist, weiterhin Ferienflüge zu subventionieren, dann sollte sie das wenigstens aus dem Landeshaushalt machen und nicht noch die Region um den Flughafen damit belasten. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde Calden handlungsunfähig wird und in Kassel der ÖPNV nicht ausgebaut wird, weil der hessische Finanzminister an einem gescheiterten Prestigeprojekt von Roland Koch festhält. Die Landesregierung hat einfach nicht den Mut eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Stattdessen versucht der Finanzminister mit immer neuen Bilanztricks das Defizit des Flughafens kleinzurechnen. Und eines ist auch klar, wenn man Calden anbietet, aus diesem Flughafenprojekt auszusteigen, dann kann man es auch den anderen Anteilsnehmern nicht untersagen. Und es ist wirklich nicht die Lösung, wenn man nur diese Übernahme macht, denn man muss den Flughafen herabstufen als Verkehrslandeplatz. Als solcher kann er nämlich die Funktion für die Infrastruktur vor Ort noch genauso gut erfüllen. Und es ist denn so sehr einige wenige Unternehmen von dem Verkehrsflughafen leben, so wenig nützt der ganz Nordhessen. Jeder Cent, den wir bei Calden einsparen, den brauchen wir im öffentlichen Personennahverkehr, den brauchen wir im Ausbau des Netzes. Wir brauchen dort auch das eine oder andere Bitte kommen Sie zum Ende. Dass wir über den Mobilfunk erreichen, dann wäre Nordhessen vielleicht nicht nur berühmt dafür, den ruhigsten Flughafen zu haben, sondern auch die modernste Region in Hessen. Das müssen Sie angehen. Danke. Das Wort hat der Abg. Decker für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was haben Murmeltiere und die Fraktion der LINKEN gemeinsam? Wenn es um Kassel Airport geht, dann grüßen sie beinahe täglich. Und ehrlich gesagt, meine Damen und Herren, ja, nun bleibt doch ruhig. Ehrlich gesagt hatte von uns deshalb auch keiner richtig die große Muse in der Fraktion, jetzt hier kurz vor Torenschluss noch einmal eine Schlacht zu schlagen, die wir schon 20 Mal hier geschlagen haben. Und allein schon deswegen, weil der Antrag und auch der Redebeitrag doch schon etwas abstrus waren. Aber wenn ihr es so wollt, dann machen wir es eben noch einmal. Und wenn es kurz vor 12 ist, dann legen wir los. Fangen wir mal an mit der Forderung, den Airport herabzustufen. Ich glaube, es war jetzt schon 10 oder 20 Mal, dass wir versucht haben, ihr zu erklären, dass die Herabstufung wirklich keine Verbesserung des Betriebsergebnisses bringen würde, meine Damen und Herren. Nämlich, weil die zentralen Einrichtungen, das ist der Tower, das ist das Instrumentenlandesystem und das ist natürlich auch die Kontrollzone, erhalten bleiben müssen. Zweiter Punkt. Gleichzeitig könnten bei einer Herabstufung überhaupt bestimmte Flugzeuge einer bestimmten Größe weder noch starten noch landen. Und das wiederum würde bedeuten, dass ein Teil des Passagier- und auch des Frachtgeschäftes einfach wegbrechen würden. Und das wiederum würde bedeuten, dass das gesamte Areal, ja, man muss sich schon die Mühe machen, alles zusammen mal zu verstehen. Das würde das gesamte Areal auch wesentlich uninteressanter machen für die Ansiedlung von, melde dich da einfach noch einmal, Kollegin, und dann kannst du mir das erzählen. Würde es wirklich uninteressant machen für die Ansiedlung weiteren Gewerbes. Und die Entwicklung des Gewerbegebiets war auch von Anfang an einer der wichtigen Bausteine für die Entwicklung dieser Maßnahme. Und gerne an dieser Stelle auch noch einmal ein paar andere Zahlen. Inzwischen sind fast 1.000 Beschäftigte unmittelbar am und im Umfeld des Flughafens beschäftigt. Es sind indirekt 2.500 Beschäftigte. Und die Bruttowertschöpfung liegt bei 45 Millionen € im Jahr. Inzwischen steigende Tendenz, meine Damen und Herren. Und zu den leeren Fliegern will ich nur eins sagen. Seitdem Schauinsland und Sundia hier als Partner gewonnen werden konnten, geht das schon in die positive Richtung. Also mit anderen Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Herabstufung als Alternative wäre ein echter Rohrkrepierer. So einfach ist das. Ich weiß ja, dass es mir nicht gelingen wird, hier in dem Saal alle von den ideologischen Fesseln zu befreien. Fakt ist aber, dass der Flughafen in seiner Gesamtheit ein wichtiger wirtschaftspolitischer Baustein für die gesamte Region ist, mit Entwicklungspotenzial. Wir sind übrigens auch gespannt, was die neue, vermutlich neue schwarz-grüne Landesregierung im neuen Koalitionsvertrag dazu sagen wird. Nur eines kann ich Ihnen gleich sagen. Noch so ein
Evaluationseiertanz, wie wir den schon einmal hatten, braucht weder der Flughafen noch die Region. Wir erwarten, dass es hier eine klare Entwicklungsstrategie gibt. Aber zurück zum Antrag der LINKEN, Absatz 1. Da sind Sie offenbar nicht so ganz auf der Höhe der aktuellen Entwicklung. In Absatz 3 fordern Sie dann ein Förderprogramm für die wirtschaftliche Entwicklung in Nordhessen. Das ist schön. Aber wem es ernst ist mit der Entwicklung Nordhessens, der spielt das eine nicht gegen das andere aus. Man muss nämlich das eine und das andere tun, meine Damen und Herren. Und der muss die Entwicklung des Flughafens fördern, anstatt zu behindern. Und er muss gleichzeitig auf Digitalisierung, auf ÖPNV und moderne Infrastruktur setzen. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, so wird ein Schuh draus, wenn man es mit Nordhessen, mit den Menschen, die dort leben und mit ihren Arbeitsplätzen ernst meint. Und da hilft auch keine Flut übrigens von vergünstigten Einzeltickets oder ehrenamtlich betriebenen Bürgerbussen. Es muss endlich für verlässliche und dauerhafte und bezahlbare ÖPNV-Angebote gesorgt werden, und zwar in ganz Hessen. Nord-, Mittel- und Südhessen. Und das ist einer des großen Mangos, das wir hier in den letzten Jahren zu verzeichnen haben. Wir brauchen vernünftige Investitionen und keine Sparprogramme, um das zu entwickeln. Und apropos Mobilität und Infrastruktur, da fallen mir spontan zahlreiche marode Landesstraßen ein, da fallen mir permanent zugestaute hessische Autobahnen ein, da fallen mir fehlende Umgehungsstraßen ein, übrigens auch immer noch die in Kalden, und mangelhafter Lärmschutz an unseren Autobahnen. Und seit 20 Jahren, meine Damen und Herren, können wir da wirklich keine Trendwende erkennen. Und wenn ich hier, lassen Sie mich das zum Schluss sagen, Digitalisierung lese, will ich Ihnen noch eins etwas deutlich sagen. Hier braucht es wirklich eine Strategie, die eine echte Strategie ist. Von digitaler Bildung bis zu echten Hilfen für Wirtschaft und Gewerbe, damit die den Herausforderungen der Digitalisierung auch wirklich gerecht werden können. Wir haben es heute Morgen im Zusammenhang auch mit der Logistikwirtschaft studiert. Aber hier feiert man sich lieber für 50 Mbit, anstatt eine zukunftsfähige Infrastruktur auf der Basis von Glasfaserbasis zu schaffen, die in allen Regionen in Angriff genommen werden muss. Und wenn man das so weitermacht wie die Landesregierung bisher, dann verpennt man dieses Thema wirklich vollends. Und das kann nicht sein. Aber darüber werden wir in der nächsten Legislaturperiode garantiert noch öfter zu sprechen haben. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erst einmal ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Ich komme wieder, und dann sehen wir uns an diesem Pult zu diesem Thema erneut. Danke schön. Das Wort hat Frau Kollegin Müller-Kassel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin auch froh, dass wir heute noch einmal über Kassel Airport reden. Ich hätte sonst wirklich etwas vermisst. Ich hätte vermisst die Worte von Frau Schott. Wir stimmen ja in einigen Punkten überein, aber dass Sie vorher schon immer alles besser wissen, darüber stimmen wir nicht überein. Letztes Jahr um diese Zeit, nicht jedes Jahr macht das Murmeltier, sondern einmal jährlich reden wir über Kassel-Calden. Da wussten Sie zwei Wochen schon vor Fertigstellung der Evaluierung, was dabei rauskommt. Die Evaluierung gab es dann zwei Wochen später, Ende Dezember. Es kam dabei raus, dass eine Rückstufung würde 1,6 Millionen € bringen, und das steht nicht im Verhältnis zu dem, was dafür aufgegeben werden müsste. Deswegen haben wir uns da entgegen entschieden. Dass wir eine andere Position haben als die CDU, ist, denke ich, auch hinreichend bekannt. Ich sage es aber auch gerne noch einmal. Aber der Flughafen Kassel-Calden ist nun einmal gebaut. Das Geld ist verbaut. Deswegen müssen wir das Beste daraus machen. Die Passagierzahlen sind leicht gestiegen, aber wir brauchen noch erhebliche Geduld, dass das einmal zum wirklich Positiven vorankommt. Aber der Kollege Decker hat mich auch ein bisschen in Rage gebracht. Die ideologischen Fesseln liegen wohl eher bei dir, lieber Wolfgang. Die Frage nach dem ÖPNV in Nordhessen. Wir haben so viel Geld in die Verkehrsverbünde gesteckt wie nie, eigenes Landesgeld. Der NVV baut seine Angebote sukzessive auf, hin zum Stundentakt in der Region. Was schlecht läuft und kritisiert wurde, war die Liniennetzreform. Das hat die Frau Schott gesagt. Aber dort ist die Stadt Kassel und auch wir Grüne dort beteiligt. Da gehört man aber jeder vor seiner eigenen Haustür. Und auch was das Thema Lärmschutz an Autobahnen angeht.
Lärmschutz an Autobahnen ist meines Wissens auch ein Bundesthema. Da ist die SPD auch schon länger in der Regierung. Da frage ich mich, lieber Wolfgang, warum hast du da nicht vehement viel mehr Geld für Lärmschutz an den hessischen Autobahnen gekämpft? So, jetzt komme ich wieder zu meinem Konzept. Und dann der Antrag der Kasseler LINKEN, dass das Land die ganzen Anteile übernehmen soll. Also bitte. Herr Weimer hat im Jahr 2010 als Finanzminister alle Kommunen noch einmal gefragt, ob sie wirklich den Neubau des Flughafens Kassel-Calden wollen. Damals waren die Kosten schon gestiegen auf 151 Millionen €, prognostiziert waren mal 90. Da haben alle Ja gesagt, die Stadt Kassel, der Landkreis und die Gemeinde Calden. Und wenn der Flughafen sozusagen ein schlechtes Geschäft ist für Hessen, dann soll das Land, das sagen Sie als Landtagsabgeordnete, aber die restlichen Anteile auch noch übernehmen. Das finde ich ziemlich absurd. Ja. Dann zur Frage der Haushaltsgenehmigung. Kassel-Calden ist ein regionales Projekt. Das hat der Regierungspräsident immer wieder gesagt. Und das geht on top. Und die Haushalte werden, das ist Steuergeld, aber trotzdem genehmigt, auch wenn die Gemeinde sich aufgrund des Flughafens verschuldet. Also, das ist kein Argument. Und das Land sollte auf keinen Fall alle Anteile übernehmen. So, und was Sie sonst noch fordern in Ihrem Antrag, das passiert schon längst. Da kann ich nur sagen, guten Morgen oder guten Nachmittag. Es braucht kein spezielles Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung Nordhessens. So minderbemittelt sind wir in Nordhessen nicht mehr. Wir sind stolz auf unsere Region, und die Arbeitsmarktzahlen belegen, dass wir sehr gut dastehen. Nordhessen, die Lage ist gut, es steht in dem Antrag. Nordhessen, die Lage ist gut, ein alter Spruch des Regionalmanagements, der sich immer wieder bewahrheitet. Die Region boomt, die Digitalisierung, die Sie da kritisieren, kommt mit der Breitband Nordhessen GmbH vorbildlich voran. Bis Ende 2019 sollen alle nordhessischen Landkreise mit Leerrohren und Glasfaserkabeln erschlossen sein, und damit können mindestens die 50 Mbit flächendeckend angeboten werden. Die Kasseler Stadtwerke waren einst die ersten Energieversorger, die sich von Atomstrom verabschiedet haben und Strom aus Wasserkraft von Norwegen anbieten. Auch bei dem Ausbau der Windenergie geht es voran. Es gibt das Cluster der erneuerbaren Energien in Nordhessen, das vorbildlich zusammenarbeitet. Über den ÖPNV habe ich schon geredet. Der ist hervorragend organisiert. Mit der 5-Minuten-Garantie gibt es vom NVV ein Angebot, das dank der erhöhten Mittel auch jetzt im Regionalverkehr gewährleistet werden kann. Es gibt den Verleih von E-Bikes an Dauerkunden. Es gibt das Mobilitätscluster Nordhessen. Also Nordhessen arbeitet vorbildlich vernetzt zusammen. Dafür brauchen wir nicht Ihren Antrag, der fordert Dinge von vorgestern. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Ich habe es gesehen. Ich fasse zusammen. Der Antrag war eigentlich überflüssig, hat aber noch einmal die Gelegenheit gegeben, positiv über Nordhessen zu reden und mir die Gelegenheit, mich von meinem lieben Kollegen Dirk Lander zu verabschieden. Wir waren zwar nicht immer einer Meinung bei Kassel-Calden, aber da sind wir professionell mit umgegangen. Und ansonsten haben wir uns immer wunderbar verstanden, und ich werde dich vermissen. Ja. Für die FDP hat das Wort Herr Kollege Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verkehrsinfrastruktur sind eben auch Flughäfen, auch kleine Flughäfen. Und nur ein ganz geringer Teil dieser Flughäfen kann überhaupt kostendeckend bzw. mit Gewinn arbeiten. Meine Damen und Herren, das zeichnet das eben aus, das, was DIE LINKE ja eigentlich immer einfordert, dass es staatliche Infrastruktur sein soll. Naja, Kassel-Calden ist im Grunde Teil der öffentlichen staatlichen Verkehrsinfrastruktur. Und, meine Damen und Herren, statt immer wieder diesen Flughafen kaputt zu reden, denn die Diskussion ist ja so lange gegangen, bis wir uns tatsächlich hier auch im Landtag mal darauf verständigen konnten, dass bei einer Untersuchung klar war, dass eine Zurückstufung zum Verkehrslandeplatz nur überhaupt nichts bringt, sondern eher einen volkswirtschaftlichen Schaden für uns mitbringt. Seitdem, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, sollten Sie vielleicht auch einmal zur Kenntnis nehmen, geht es an diesem Kasseler Flughafen auch aufwärts.
Frau Kollegin, wenn Sie das mal sich anschauen, dass im vergangenen Jahr hatten wir noch 58.000 Passagiere bis einschließlich Oktober, jetzt sind es schon 122.000. Das mag Sie ja jetzt alles nicht vom Hocker hauen, meine Damen und Herren. Aber bevor Sie jetzt immer diesen Flughafen kaputtreden, sollten wir mal eher über die Chancen und die Chancen debattieren und auch mal über die Mitarbeiter reden, die dort am Flughafen arbeiten. Das sind 1.000 Mitarbeiter in Kassel-Calden, meine Damen und Herren. Und das sind Unternehmen ansässig, die in der Luftfahrttechnik Schwerpunkte setzen, wie da ist Airbus Helicopter. Da sind mittlerweile 31 Betriebe in Calden ansässig und die auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben. Genau das hat der Beteiligungsminister, Finanzminister Schäfer, auch in der Evaluierung mal ziemlich deutlich uns hier darlegen können. Aber auch der Kasseler Oberbürgermeister Geselle hat z. B. gesagt, die Stadt habe 16 Millionen €, die sie in den Bau investiert hat, längst durch höhere Gewerbesteuerzahlungen wieder wettgemacht und wieder reingeholt. Meine Damen und Herren, es ist ein Teil des Erfolgs in Nordhessen. Es ist ein Teil der öffentlichen Infrastruktur, ein Teil der Verkehrsinfrastruktur von Kassel-Calden. Und anstatt es schlecht zu reden, sollten wir darüber nachdenken, wenn es ein wichtiger Bestandteil sein soll und wirklich auch Wachstumschancen noch entstehen sollen, müssen wir Kassel-Calden an das überregionale Verkehrsnetz vernünftig anbinden. Und dazu gehört eben auch eine Nordspange in Kassel, aber zumindest einmal eine Anbindung von Kassel-Calden an die A44. Das würde den Flughafen deutlich interessanter machen für Passagiere, für Ferienflieger, aber auch für Fracht. Meine Damen und Herren, man kann über Kassel-Calden eigentlich nichts mehr Schlechtes sagen, weil die Richtung stimmt. Es ist volkswirtschaftlich gesehen mittlerweile auch ein Erfolg. Deswegen helfen uns solche Miesepetrigkeiten hier von der Linksfraktion überhaupt nicht weiter. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Landau für die Fraktion der CDU. Liebe Kolleginnen, ein bisschen gedämpfter flüstern. Danke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ist meine letzte Rede ist dies heute. Ich hatte schon Sorge, dass es mal wieder eine zu K plus S sein würde, weil das war das Thema, wo ich hier am meisten gesprochen habe. Aber dank der LINKEN ist es das zweithäufigste Thema, zu dem ich gesprochen habe, unser Flughafen in Kassel-Calden. Es gab natürlich auch noch ein paar andere Themen, aber das war die Rangfolge. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vieles an Zahlen und Argumenten ist ja schon vorgetragen worden. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz, heute anzufangen, wieder einmal mehr, vor allen Dingen ohne Not und auch ohne konkreten Anlass, einen Teil der Mobilität Nordhessens hier derart schlecht in das Rampenlicht zu stellen. Vor allen Dingen, wenn noch viele Zahlen, von denen einige bereits genannt worden sind, von denen ich aber auch noch ein paar Ihnen vortragen möchte, wenn man doch sieht, dass dieser Flughafen nicht das ist, wie Sie ihn schildern, wie Sie ihn darstellen. Es ist gesagt worden, dass dort über 1.000 Menschen in 31 Unternehmen Arbeit gefunden haben. Ja, aber das Interessante ist die Zahl dahinter. Seit 2005 bedeutet dieses einen Aufwuchs von 40% bei den Beschäftigtenzahlen. Und wenn man sich anschaut, bei der Bruttowertschöpfung, die hat sich in den letzten 5 Jahren um 50% erhöht und das Steueraufkommen um 45%. Und wenn ich nur alleine diese Zahl nehme, dann kann ich doch nur zu dem Schluss kommen, dass das, was Sie fordern, dem Ganzen hier doch nur abträglich sein kann. Herr Lenders hat es völlig auf den Punkt gebracht, dieser Flughafen ist jetzt auf dem richtigen Weg.
Er ist als junges Unternehmen zu einem Zeitpunkt, auch das habe ich hier schon vorgetragen, an den Markt gekommen, wo das Umfeld in der Luftverkehrswirtschaft außerordentlich schwierig war. Und dass man sowieso immer allen Unternehmen sagt, gebt ihnen 10 Jahre Zeit, dann könnt ihr beurteilen, ob es ein gutes Unternehmen hat, was am Markt bestehen wird, aber nicht vorher. Sie haben aber sozusagen das Totenglöckchen eigentlich immer schon seit Beginn geläutet und ignorieren die Entwicklung, die dort stattgefunden haben. Ja, und Herr Hahn hat mir zugerufen, ach, Sie waren das, als ich gesagt habe, ja, ich bin schon zum wiederholten Male von Kassel-Calden in den Urlaub geflogen. Und wenn man sich die neuesten Zahlen anguckt, 130.000 Passagiere, dann will ich auch hier noch einmal eine Prozentzahl nennen, nämlich das ist ein Zuwachs alleine zum letzten Jahr um 70%. Auch das muss man doch, liebe Linken, muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass hier inzwischen ein Angebot sich etabliert hat, was angenommen wird, was von den Leuten, von den Menschen hinterfragt wird und was natürlich ein Teil unserer Verkehrsinfrastruktur ist, genauso wie die Straßen, genauso wie die Eisenbahn. Und Stichwort Eisenbahn. Sie suggerieren ja sozusagen, dass der Flughafen zulasten des Nahverkehrs geht. Sie wissen aber sehr genau, dass für die Finanzierungsperiode bis 2021 die Landesregierung den Verkehrsverbünden 800 Millionen € mehr zur Verfügung stellt. Davon gehen 300 Millionen € alleine zu dem Nordhessischen Verkehrsverbund. Das stimmt doch nicht, was Sie hier vortragen. Und ich sehe viele, viele Dinge, wo sich halt eben dieses finanzielle Engagement im Bereich des ÖPNV auch positiv auswirkt. Und wenn die Frau Müller sagt, dass sie mich demnächst vermissen wird, das tue ich auch, weil wir nämlich immer ab Kassel gemeinsam mit der Bahn gefahren sind. Und als solche habe ich überall immer die Verbesserung richtig persönlich auch feststellen können, die durch das Engagement der Hessischen Landesregierung sich auch ergeben haben. Und lassen Sie mich noch ein paar andere Sachen schnell, weil die Redezeit auch dann langsam zu Ende geht, vortragen, weil das Bild, was Sie hier stellen, nicht stimmt. Es ist nicht nur der Flughafen, der Airport Kassel, der sozusagen im Fokus der Hessischen Landesregierung steht, wenn es um Nordhessen geht, sondern da ist viel mehr. Eines ist schon angesprochen worden. Das, was wir z. B. bei dem Nordhessen-Cluster, bei der Breitbandversorgung gemacht haben, das, was dort mit Hilfe der Landesregierung angeschoben wurde und von 7 Landkreisen dort dann aufgenommen wurde, ist inzwischen das größte Datenleitungsprojekt Europas. Und mehrere 100 Kilometer Glasfaserkabel sind inzwischen verlegt worden. Tun Sie doch nicht so, als wenn wir sozusagen immer uns nur auf Kassel-Calden fokussiert hätten und alles andere würde brach liegen. Das Gegenteil ist der Fall. Und lassen Sie mich noch etwas sagen. Und da komme ich auf die Museumslandschaft, auf das Weltkulturerbe. Das ist alles nur deshalb so gekommen, weil hier ein Engagement gezeigt wurde für Nordhessen und das auch mit mehreren 100 Millionen € an Unterstützung sozusagen hinterlegt worden ist. Und die Uni Kassel, wir alle wissen, wo die mal stand, wie sie aussah und welchen Ruf sie hat. Und wenn man jetzt schaut, das Engagement, was über Heurika und Löwe dort stattgefunden hat, dann sieht man auch dort, dass die Förderung Nordhessens durch diese Landesregierung breit aufgestellt ist und eben nicht nur der Flughafen. Und ich komme noch einmal zum Schluss zum einen, und da sieht man auch, dass das, was insgesamt an Strauß an Förderung für Nordhessen stattgefunden hat, dass das auch am Arbeitsmarkt sichtbar ist. Ich komme aus dem Werra-Meister-Kreis. Zwei letzte Sätze. Dort hatten wir immer eine Arbeitslosenquote von jenseits 10%. Aktuell ist sie bei 4%. Und wenn Sie das einmal vom Regierungsbezirk nehmen, dann sehen Sie, dass die Arbeitsmarktdaten, die sonst immer in Nordhessen schlecht waren und in Südhessen gut waren, dass die sich angeglichen haben, dass es kein Nord-Süd-Gefälle mehr gibt. Daran sieht man auch, dass das Land Hessen sich ganz stark in Nordhessen engagiert hat, dass es wirkt. Und wir sollten dem Flughafen als Teil des Erfolges auch die Chance geben, die er verdient hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Finanzminister Dr. Schäfer. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Zeiten wie diesen wird ja gelegentlich über die Frage nachgedacht, ob sozusagen man das persönliche Erwartungsmanagement an den Verlauf politischer Debatten erweitern müsse. Die Debatte jetzt zu Kassel-Calden, glaube ich, war ein Beleg dafür, dass es nicht für alle Debatten gleichermaßen gibt. Die Positionierungen waren durchaus vorhersehbar. Das nimmt auch nicht übermäßig Wunder,
weil die zugrunde liegende Faktenlage sich seit der Vorlage des Evaluierungsberichts heute ungefähr vor einem Jahr sich nicht wesentlich verändert hat. Was sich positiv verändert hat seitdem, ist, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Unternehmen beschäftigt sind, die am Standort dort investiert haben, darauf ist in der Debatte hingewiesen worden, sich deutlich schneller gesteigert hat, als noch vor einem Jahr prognostiziert war. Das Überschreiten dieser 1.000-Mitarbeiterschwelle war erst für das übernächste Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, prognostiziert und ist in diesem Jahr bereits Wirklichkeit geworden. Das zeigt, dass sich dort gewerblich an dem Standort Erhebliches tut, sodass die Entwicklung dieses Gesamtstandortes eben nicht nur an der reinen Entwicklung der Passagierzahlen, die auch positiv ist, auf geringem Niveau positiv ist, aber jedenfalls nicht ausschließlich an diesen Faktoren abgelesen werden kann. Und deshalb werden wir gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern, die kommunalen Partner dabei unterstützen, die Gewerbegebietsentwicklung am alten Flughafengelände jetzt in den nächsten Wochen und Monaten beginnend zu entwickeln, weil die Nachfrage nach Gewerbeflächen an dem neuen Flughafen mittlerweile die Kapazitätsgrenzen erreicht hat. Wir brauchen dringend die Erweiterung der Gewerbeflächen. Das werden wir gemeinsam machen. Ich bin sehr froh, dass unsere kommunalen Partner auch untereinander in einem engen Dialog sich befinden in der Frage, wie dem kleinsten kommunalen Partner der Gemeinde Calden bei der Bewältigung der unmittelbaren wirtschaftlichen Situation im Moment, bevor dort weitere Gewerbesteuereinnahmen in der Zukunft entstehen, wie dem kleinsten Partner dort in einer Gemeinschaftsleistung geholfen werden kann. Das findet in einer sehr engen partnerschaftlichen Abstimmung statt. Dafür bin ich froh und dankbar, denn es dient am Ende Nordhessen gemeinsam, wenn große Projekte in Nordhessen weiterhin gemeinschaftlich getragen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Wer ihm zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Ich stelle fest, dass bei Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und Ablehnung durch die übrigen Fraktionen des Hauses dieser Entschließungsantrag abgelehnt worden ist.